Hallo und herzlich willkommen hier bei mir bei der RC Bruderbaustelle. Und ja, es geht weiter mit dem Gabelstapler. Nicht ganz so weit, wie ich gerne hätte, denn ich warte immer noch auf die Motoren, aber ich kann die Füße nicht stillhalten. Ja, deswegen habe ich ein bisschen weiter getüftelt. Soweit waren wir das letzte Mal schon. Das heißt, wir hatten ja hier die eine Spindel drin und dann war ja noch die Umlenkung drin von der Gabel. Und da haben wir ja festgestellt, ich brauche das Vierfache an Kraft im Endeffekt, um dieses Ganze mit der Umlenkung anzuheben. Und dann habe ich mir gedacht, okay, selbst wenn die neuen Motoren stärker sind, ob sie das packen, weiß ich nicht. Und dann habe ich in den Kommentaren gelesen, mir ist der Name bloß leider gerade entfallen. Es gibt diese Variante, nennt sich Freihub. Das heißt, ich kann die Gabel unabhängig von dem zweiten Mast fahren. Was mir auch einleuchtend ist, wenn ich jetzt in der Halle bin, dass ich sage, ich kann die Gabel fahren, ohne dass der Mast mit hochgeht, wo vielleicht oben ansteht und die Gabel ist noch gar nicht ganz oben. Ja, fand ich also eine tolle Sache und ich kann natürlich auch die ganze Sache mit einem Mischer betätigen, so zumindest mein Plan. Deswegen habe ich mir, wie gesagt, was überlegt und habe mir gedacht, okay, wir trennen das Ganze. Das heißt, ich habe einmal diesen Motor, der den Mast hier hochfährt, den lassen wir auch so und wir haben einen zweiten Motor, der dann die Gabel nochmal hochhebt. Ja, und das Gleiche, ich habe mal die gleichen Spindeln genommen, sind wie gesagt immer noch die ersten Motoren. Die neuen sind halt noch nicht da, müssen wir gucken. Ich hoffe, die sind dann auch noch mal einen Tacken stärker. Aber so funktioniert das eigentlich schon mal relativ gut. Ich habe hier noch mal so eine Aufnahme gemacht für die Spindel. Und hier wollte ich euch zeigen. Seht ihr das Spiegeln? Das ist die Unterseite von dem Druck. Wahnsinn. Also ich level meine Drucker nicht so oft. Die laufen in der Regel eigentlich durch. Hier habe ich das Filament gewechselt, habe nochmal nachgelevelt. Das ist übrigens vermutlich etwas zu tief gelevelt. Deswegen ist das so extrem aufs Bett gepresst. Aber ich muss sagen, mir gefällt der Druck so wahnsinnig gut. Das muss ich euch einfach zeigen. Spiegelglatt. Spiegelglatte Oberfläche. Passt natürlich jetzt super für den Einbau von diesem Teil hier. Das heißt, wir haben hier die Halterung für die Spindel. Mal gucken, oben unten. Und das machen wir hier einfach fest. Hier hinschrauben. Hat natürlich jetzt auch den Vorteil, ich habe es auch, ihr habt es mir in den Kommentaren geschrieben, ich habe das natürlich auch selber beobachtet, hier nicht natürlich wahnsinnig viel Gewicht da drauf packe, auf das Originalplastik, dass sich dann das Ganze ein bisschen verzieht. Ja, das heißt, wenn ich jetzt hier schon Sachen wegschneide, ist natürlich gut, wenn ich jetzt solche Sachen hier wiederum habe, die das Ganze ein bisschen stabilisieren, denn jetzt kriege ich hier natürlich eine wahnsinnige Versteifung rein. Es ist natürlich nicht mehr dieser offene Look, den das Modell normalerweise hat. So, passt das? Ja. Wo also diese Hohlräume bei dem Gabelträger mit dabei sind. Aber es ist immer noch der Original-Bruder-Gabelträger, also das ist nicht das ganze Teil jetzt neu gemacht. Deswegen ist es eigentlich nur ein Adapter eben für die Befestigung, wo die Spindel jetzt danach halt langläuft. Mit der Spindel bin ich übrigens auch noch. Also die Trapezgewindespindeln gefallen mir nach wie vor sehr gut. Allerdings haben die so viel Auflagefläche und natürlich Reibung, dass das nicht immer ganz so wunderbar funktioniert. Da bin ich noch dran. Also, ihr seht, so sieht das ganze Teil jetzt aus. Wir machen hier ganz normal die Gabeln drauf. So, können wir nach wie vor verschieben. Das hat sich alles nicht geändert. Wie gesagt, ist immer noch der Originalträger. Und dann haben wir hier den Motor mit der Spindel und ich verzichte hier jetzt tatsächlich auf ein bisschen Hubhöhe, weil ich habe das zuerst auch anders und zwar oben aufgesetzt konstruiert und das hat mir nicht gefallen. Das sah einfach, es tut mir leid, das sah nicht gut aus. Kann das hier übrigens festschrauben, weil ich wieder diese Einpress- oder Einbrennmuffen drin habe. Die gefallen mir nach wie vor super, wenn ich die irgendwo in die 3D-Drucke mit einarbeiten kann. Was wir haben so ein kleines Spiel, denn das ist nicht alles ganz gerade. Und wir müssen einfach die Spindel und ich sage jetzt mal die Verwindung ein bisschen ausgleichen können. Wenn ich das starr festschrauben würde, dann würde das sich selber irgendwo nur klemmen. Das wollen wir nicht. Dann kommt das hier hin. Wir haben immer noch keine Endabschalter drin. Das kommt natürlich auch noch, wenn denn die Zeit dazu ist, beziehungsweise wenn das Ganze mit dem Hub mal funktioniert. Denn die baue ich dann natürlich da ein, wo sie am besten passen. Und hier habe ich auch schon eine Idee, ob wir die nicht mal von der mechanischen Variante wegkommen und auch
zu magnetischen Endschaltern kommen. Die liegen schon da, habe ich auch schon ein bisschen rumexperimentiert. Gefällt mir super gut und ich glaube, das ist eine tolle Lösung für hier. So, dann stecken wir das Ganze mal an. Wir brauchen erstmal diesen hier, damit wir das fertig ein bisschen hochfahren können. Clever. So. So, und ihr seht, funktioniert einwandfrei. Genau, mit den Geschwindigkeiten habe ich auch noch mal ein bisschen umeinander getan. Ich habe das auch noch mal nachgelesen. Also der Originale hat natürlich eine unwahrscheinliche Hubgeschwindigkeit. Also es ist tatsächlich so, er ist zwar groß und es ist was sind da, 16 Tonnen Monster, aber die Hubgeschwindigkeit sind trotzdem echt schnelle 40 cm. Deswegen, also ganz so langsam ist der nicht, wenn man das so mal runterrechnet. Ich habe jetzt meinen Zettel irgendwo verschlampert. Ich schreibe es euch mal unten hin, was das so runtergerechnet für die Geschwindigkeiten wären. Denn, wie gesagt, so langsam ist das nicht. Ja? Und wenn ich jetzt sage, das hier ist jetzt ein knapp 1000er Motor, das hier wäre rechnerisch noch zu langsam an Hub. Ich nehme mal hier das Ding drauf, dann geht ein bisschen besser. Das wäre eigentlich noch zu langsam, was der normalerweise an Hubgeschwindigkeit hat. Ja? So, und jetzt kam eben die Idee, ob ich nicht sage, ich aktiviere hier einen Mischer. Also ich kann jetzt den Arm fahren und ich kann den Arm, ich kann die beide parallel, also separat fahren. Das ist also überhaupt kein Problem. Der Mischer ist nicht eingestellt, also ich habe ihn jetzt nur ganz grob mal verbunden, damit ich euch das zeigen kann. Aber, so, jetzt machen wir mal den Mischer an. Irgendwie habe ich noch die Probleme, wenn jemand weiß, wie ich hier einstellen kann, dass wenn ich zum Beispiel den Hebel umlege, der Mischer aktiviert wird. Schreibt mir in die Kommentare, wäre ich Gott froh drum, denn diese Funktion fehlt mir tatsächlich irgendwie. Und das ist ja eigentlich eine Fliegerfernbedienung. Ich dachte, das funktioniert. Also ich war mir relativ sicher, dass ich bei einer Fliegerfernbedienung einen Schalter habe, wo ich bestimmte Funktionen oder Mischer dazu schalten kann für Wendemanöver, Flugmanöver, keine Ahnung was, ich bin kein Flieger. Aber ich war mir relativ sicher, dass das funktionieren sollte. Wie es funktioniert, weiß ich allerdings nicht. Habe auch noch nicht so viel rumprobiert, aber wenn das einer weiß, wäre das Wahnsinn. So, wo haben wir denn hier die Mixer? Ich mache mal hier den Mixer auf an. Jawohl. So. Und wenn ich jetzt hier hochfahre, seht ihr, jetzt geht beides parallel oder beides analog hoch. Es ist nicht eingestellt, also das heißt, die eine kommt jetzt früher natürlich oben an als der andere. Weiß halt nicht, so funktioniert, wie es soll. Wenn Endabschalter drin sind, ist natürlich der Vorteil, dass ich das Ganze irgendwo ausgleichen kann, beziehungsweise ich kann das natürlich mit den Prozenten hier dann so fix einstellen, dass ich sage, das passt, dann fahre ich einmal unten auf die Endstops drin, das ist dann sozusagen der Nullpunkt und dann weiß ich, okay, prozentual, wenn der oben ist, ist der andere auch oben. Das kann ich alles einstellen über die Fernbedienung, das weiß ich, das geht, ist auch gar kein Problem. Aber jetzt seht ihr, wir haben eigentlich jetzt schon doppelt die Geschwindigkeit durch das, dass ich beide parallel fahren kann, über den Mischer, kommen wir wieder sehr nah ran. Ja? Und so gefällt mir das Ganze dann auch wahnsinnig gut. Und jetzt schauen wir mal, ob das auch funktioniert, wenn wir sagen, wir legen mal hier, das sind 2 Kilo. Und dann gucken wir mal, ob wir die hochbekommen. Ja, ja. Na, die eine Spindel ist vielleicht nur irgendein Grad dran. Wir fahren gerade mal runter. Ob die hier irgendwo, kann sein, die sind noch nicht gefettet oder irgendwas, wobei ja die Messingwellen das eigentlich nicht so nötig haben. Guck mal, ne, machen wir den Mixer nochmal aus. Aber die Übersetzung ist die gleiche, also prinzipiell sind die beiden Motoren gleich, die Übersetzung ist die gleiche. Es kann natürlich sein, dass der eine sich schwerer tut, weil einfach vielleicht mehr, nicht Masse drauf liegt, die Masse ist die gleiche, aber irgendwo, ja, ein anderer Zug auf dem Motor ist. Deswegen, das kann natürlich sein. Ja, dann ist es natürlich so, der obere zieht, der untere drückt das nach oben. Ob das einen Unterschied macht, keine Ahnung. Habe ich nicht studiert. Weiß ich nicht. Ich kann es nur probieren. So. Schauen wir mal. Also, das wäre jetzt diese Spindel. Und jetzt gucken wir mal. Ja, die hat da ihre Probleme mit den 2 Kilo. Aber die andere, also der Arm, der macht es. Ja.
Vielleicht muss ich hier die Spindel nochmal nachschneiden. Guck mal. Nee. Also ihr merkt auch, wenn ich jetzt hier nach unten fahre, der hat sich hier irgendwo ein bisschen ins Gewinde gefressen. Ich schätze, das wird eher am Gewinde liegen. Und wie gesagt, ich hoffe natürlich nach wie vor auf ein bisschen stärkere Motoren, die mir das Ganze noch erleichtern. Wie gesagt, jetzt sind wir hier bei 2 Kilo. Das ist schon mal eine Hausnummer. 1 Kilo ist natürlich dann weniger das Problem. Da ist so ein kleiner Grat dran. Ich glaube, hier ist irgendwo das Gewinde noch nicht ganz sauber. So. Und wie gesagt, ich kann ja natürlich auch ohne Endstopps fahren, ist natürlich glorreich, wenn man dann selber in die Ding fährt. So. Ich kann den natürlich auch parallel fahren. Wie gesagt, mit dem Mischer bin ich noch dran. Wenn es hier mit Umschalter gehen würde, dass ich sage, zack, umschalten, Mischer dazu. Das ging bei interessanterweise bei den ultra günstigen ohne Display Fernbedienungen habe ich das gemacht, wie zum Beispiel bei meinem ersten Manitou, da konnte ich ja die Fahrrichtungen umschalten. Da ging das einwandfrei. Da war das eine tolle Sache. Deswegen bin ich mir eigentlich relativ sicher, dass die das auch können muss. Ich habe es halt noch nicht rausgefunden. Ja, soweit, so gut. Wie gesagt, ich will eigentlich an diesem Konzept festhalten. Ich hoffe, euch gefällt es. Schreibt mal in die Kommentare, ob ihr sagt, das verschandelt auch das Modell nicht zu sehr und schaut auch optisch natürlich noch gut aus. Wie gesagt, ich nehme mir hier oben jetzt gut, was sind das? 2-3 cm. 4, also bis hier ganz oben sind es 4. Bis ganz oben könnt ihr aber die Gabel nicht fahren. Also ich sage jetzt mal, 3,5 cm, die ich mir an Hubhöhe tatsächlich hier wegnehme, durch das, dass ich jetzt nicht so einen Klotz hier oben drauf gebaut habe oder irgendwas, was nach hinten umgeht mit Umlenkung oder irgendwas noch komplizierter, noch wartungsanfälliger, was vielleicht dann auch irgendwann eher Verschleiß hat. So sind wir relativ einfach gehalten, aber dennoch funktional und wie gesagt auch vom Einbau her, ihr seht es, zack, hingeschraubt, Thema durch. Ja? Ist ja so wunderbar. Der Arm selber ist noch ein bisschen locker, da weiß ich noch nicht, ob ich mir noch was überlege. Das Thema Gabel hier unten, das ist jetzt fest. Das ist auf jeden Fall so, dass ich da jetzt mit den 2 Kilo war jetzt nicht das Problem. Ja, das habt ihr gesehen. Jawohl, ich warte jetzt auf die Motoren. Ich werde vielleicht im Hintergrund mit Sicherheit noch mal ein bisschen dran tüfteln, hier nochmal die Gewindegänge nachschneiden, dass das nochmal ein bisschen flutscht. Und ja, dann hoffe ich, dass wir uns mit den nächsten guten Motoren wiedersehen und dann gucken, was wir denn im Endeffekt hier an Leistung rausbringen. Ja, freut mich, wenn ihr wieder mit einschaltet und die anderen Videos habe ich euch mal hier verlinkt. Dann kommt ihr direkt wieder zum ersten Video, beziehungsweise hier unten habe ich euch auch nochmal was anderes verlinkt, die andere Umbauserie vom Dumper. Und genau, schaut es euch an, wenn ihr es noch nicht gesehen habt und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann!